So, grüß euch wie üblich aus dem Salzertal bei herrlichstem Wetter. Die Sonne schleicht sich hervor, vorher war es bewölkt und ein bisschen regnerisch, aber heute passt's. Und wir gehen heute nochmal detailliert auf die Salza, auf den Fluss der Bären und Eschen ein. Wir haben das in einem vorherigen Video schon mal ein bisschen angesprochen, aber heute gehen wir nochmal detailliert drauf ein. Wo entspringt zum Beispiel die Salza? Das ist im Hinterlauf bei Terz drinnen. Fließt dann um Mariazell um den Kreuzberg herum. Mariazell ist ein berühmter Wallfahrtsort in der Steiermark. Im östlichen Teil von Österreich. Werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben. Es gibt auch ein paar interessante Zubringer, so wie in Hubertussee und die Walster. Das ist ein starker Zubringer, dann vom Seeberg herunter in Aschbach und ich weiß nicht, wie viel Bacherl und Rinnsale, dass da die Salzer speisen. Durch das haben wir eine super Wasserqualität. Das wirkt sich auch dadurch aus, dass der Hochschwab eigentlich der Hauptlieferant ist für die Stadt Wien, für die Hochquellenleitung. Also der wirkt wie ein Badeschwamm in dem Bereich und da sind ein paar Hochquellenleitungen Richtung Wien. Die sind zur Maria-Theresien-Zeit gebaut worden und das Besondere daran ist erstens einmal die Wasserqualität und zweitens ohne Umpumpen fließt das Wasser direkt nach Wien hinaus und versorgt das Wiener Becken und das Einzugsgebiet mit unserem hervorragenden Wasser. Die Salze ist ja nicht nur bekannt für die Fliegenfischerei, sondern auch fürs Rundumfeld, also Rafting, Paddeln im unteren Bereich. Es lädt auch ein zum Wandern, Spazierengehen, Radlfahren, Mountainbiken in dem Gebiet oder wenn man nur ein bisschen spazieren geht mit der Familie zum Verweilen am Flussufer und um die Natur zu genießen. So, jetzt kommen wir mal zum Naturerlebnis, was mir eigentlich da erinnern, mahnen. Erstens einmal die ganze Natur, wenn ihr da schaut, das werdet ihr dann eher ein bisschen in Videoform sehen. Flora, Fauna, es sind Orchideenarten herin, der Enzianplier, ich weiß nicht, wo so es Insekten aufkommen. Für mich als Fliegenfischer spielt eine große Rolle, von der Köcherfliege angefangen, über die Steinfliege, über den Bachflohkrebs bis hin zum Fischbestand. Da sind wir jetzt wieder bei der Alterspyramide, ob es die Bachforelle ist, was wir forcieren, die Esche, die schonen wir das ganze Jahr. Wir haben auch einige Projekte laufen über den Winter, dass wir die Salze überspannen mit Schnüren, dass unser Eschenbestand erhalten bleibt. Das ist von der Landesregierung ein genehmigtes Projekt. Das machen wir von Mitte Dezember bis Anfang April. Da müssen wir die Schnüre wieder entfernen. Und das soll es eigentlich sein, das Naturerlebnis. Die Natur sollte im Vordergrund stehen. Das Naturaufkommen bei den Wildfischen ist bei uns natürlich durch gewisse Punkte, die wir am Gewässer haben, von Vorteil. Das ist einmal der natürliche Geschiebehaushalt. Wenn man da schaut, die Schotterbänke, die da vor mir sind, neben mir im Hintergrund, da können sich erstens einmal die Fische weiter vermehren, ihre Laichgruben schlagen. Dann nach 8 bis 10 Wochen schlüpft ein Naturfisch, je nach Wassertemperatur, und kann sich dort vor fischfressenden Feinden während der Jugendzeit verstecken. Und das ist bei uns ein Vorteil, das sieht man an der Alterspyramide, weil wir haben, wie bei der Jagd eigentlich, das Dreieck ist für uns wichtig, eine breite Masse an kleine Fische. Dann nach oben hin wird es natürlich dünner gesät und hier und da hat man das Glück, dass man natürlich einen Ausreißer fängt, die Spitze des Eisberges. Also wie gesagt, die Salza fließt vorbei bei Mariazell über Gusswerk Richtung Wildalpen hinunter in die Enz, also von Osten Richtung Westen. Wird dann natürlich immer stärker durch die gewissen Zubringer, weil ich weiß nicht, sie hat 125, 130 Zubringer, die Hochquellenleitung, wenn viel Regen ist, dann gibt es einen Überlauf, die speist dann zusätzlich nach und versorgt die Salza mit einem super Wasser, also mit Trinkwasserqualität. Das könnte man eigentlich trinken da herinnen, so wie ihr seht. Ich befinde mich da jetzt eigentlich unter Gusswerk im Naturbereich. So wie ihr seht, es ist alles sehr naturbelassen, wenn man da ein bisschen schaut. Und ich genieße es jedes Mal, wenn ich da reinkomme, weil die Natur ist da sehr vielfältig. Von Eisvogel angefangen, über Wasseramsel,
bis hin zum Reh oder zum Fuchs. Man kann eigentlich da alles herinnen sehen. Und das soll es eigentlich sein, das macht es für mich aus, das Naturerlebnis. Wir bewirtschaften da jetzt circa 10 Kilometer in der Familie. Und das funktioniert sehr gut, durch das, dass wir eine sehr streng limitierte Kartenausgabe haben. Wir haben halt festgestellt, dass sehr gute Gas, der Fliegenfischer ist sehr gerne bereit, dass er ein bisschen mehr bezahlt, aber dafür hat er keinen Massentourismus am Gewässer selber und die Gewährleistung, er findet eine intakte Natur vor, einen natürlichen Fischbestand, er akzeptiert es, wenn die Fischer mal nicht wollen. Es ist so, da kannst du, sage ich immer, die mit der Badehose ins Wasser reinhauen, wenn die Fische nicht beißen, beißen sie nicht. Und er akzeptiert das und er hat natürlich auch die Ruhe, dass er sehr lange Gewässerabschnitte, ohne dass jemand vorbeikommt, befischen kann. Und das soll es eigentlich sein. Er soll sich von seinem Alltag, von seinem Berufsleben erholen oder abschalten können. Und das ist uns wichtig. Weil das mag ich selber nicht, wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann fischen 50 Meter über mir und unter mir die Fischer. Da habe ich keine Freude, muss ich sagen. Vom Fischbestand her, da möchte ich noch mal drüber reden. Wir haben drei große Arten. Das ist einmal die Bachforelle. Da haben wir einen Naturbestand im Fluss drinnen. Dann haben wir die Regenbogenforelle. Die besetzen wir aber nicht. Die Regenbogenforelle wurde 1870 aus Amerika zu uns gebracht. Und das ist ja eigentlich keine heimische Fischart. Das sind ja nur die Bachforelle und die Esche. Wir forcieren es, wir besetzen es eigentlich überhaupt nicht. Das ist alles Naturaufkommen, was wir da haben. Wenn man die einmal im Fluss drinnen hat oder im Flusssystem, dann wirst du sowieso nicht mehr los, weil die ist sehr resistent gegen Wassertemperaturschwankungen und. Weitere Punkte auch noch. Ja, und ich muss sagen, an der Fliegenroute macht die trotzdem drum Spaß, weil die hat auch ordentlich Kraft. Und zusätzlich haben wir unseren Eschenbestand. Viele reden über das Schonen der Eschen. Wir machen es durch das, dass wir die Salz haben, wie gesagt, mit Schnüren überspannen. In weiten Teilen wird sie eigentlich nicht geschont, sondern auch teilweise noch entnommen, wenn man irgendwo eine Tageskarte löst. Und das muss ich sagen, das sollte ein bisschen ein Denkanstoß auch sein. Nicht nur reden über die ganzen Sachen, sondern auch was machen, dass man dementsprechende Fischarten forciert und schont, dass wir unsere Nachwelt erhalten bleiben. Wir überspannen von Mitte Dezember bis Anfang April die Salza. Das ist ein Naturschutzprojekt über die steirische Landesregierung genehmigt, auch offiziell, weil wir einen Battelbetrieb haben an der Salza herinnen. Das heißt, unter Gusswerk fangen wir an, wir überspannen ca. 9 Kilometer mit Schnüren in Abstand von 15 bis 20 Meter und in einer Höhe von mindestens 3 Meter. Das ist dahingehend, der Kormoran ist so clever, er könnte einfliegen in den Fluss, sich den Fisch schnappen, aber er könnte nicht mehr starten. Das hat er realisiert. Und das Projekt, wir haben uns das einmal angeschaut, die ersten Jahre, und wir haben sehr viele Gäste, die haben uns eigentlich gefragt, nach 2-3 Jahren, ob wir Eschen besetzt haben in den Fluss. Das ist nicht so. Wir haben eigentlich nur in Kormoran in die nächsten Täler verscheucht und unseren Fischbestand durch das natürlich sehr gut erhalten. Und das ist eins von vielen Projekten, die wir da herinnen verwirklichen, auch im naturnahen Wasserverbau, gemeinsam mit dem Herrn Grobotmer. Das ist ein Verrückter in dem Bereich. Da haben wir auch ein Video dazu einmal gemacht. Da gibt es auch verschiedenste Thematiken, Fischleitern, natürliche Gewässereinbauten. Also da gibt es genug Informationen. Was natürlich noch ein Thema herinnen ist in der Salza, das sehe ich beim Filmen jetzt. Das ist in der Salza selber durch den natürlichen Geschiebehaushalt das Insektenaufkommen, das wir im Flussbett drinnen haben. Also von der Köcherfliege angefangen, über die Steinfliege, über den Bachflugkrebs, dann über die Müllkoppe, dann für Brütlinge, also frisch geschlüpfte Fische, Bachforellen, Regenbogenforellen, Eschen. Also es ist eine breite Palette da herinnen, wenn man da ein bisschen mit offenen Augen durch die Gegend geht. Man sieht da wieder mal eine Wasseramsel, einen Eisvogel,
oder Schmetterlinge in die verschiedensten Orten. Und das kann ich euch nur mitgeben. Saugt solche Momente auf und genießt es, wenn ihr in der Natur unterwegs seid. Weil das kann man nicht oft genug sagen, das sollt ihr genießen, und für die Nachwelt sollte man die ganzen Sachen eigentlich erhalten. Man muss natürlich auch sagen, die Salze ist ja bekannt weit über unsere Grenzen hinaus, in Mitteleuropa bis nach Amerika, bis Japan. Wir haben Gäste aus der ganzen Welt bei uns zum Fischen. Mittlerweile, die kennen das Gewässer schon länger, als was wir bewirtschaften. So wie der Ernest Hemingway, in einem von den letzten Videos habe ich schon gesagt, er hat in seinem Buch beschrieben, die drei schönsten Dinge in seinem Leben. Nochmal Haus am Strand, eine rothaarige Frau, nochmal Flischen an der Salza. Ob es der Hans Göbelsreuther war zum Beispiel oder der eigene Hansi, die sind leider schon verstorben. Das waren ja eigentlich Führungspersonen in der Fliegenfischer-Szene. Die waren auch sehr gern herinnen zum Fliegenfischen. Und wir versuchen das halt so gut wie möglich für die Öffentlichkeit noch zugänglich zu halten. Wir bieten auch an der Salza herinnen so Fliegenfischerkurse an, also wenn ihr Lust habt, schaut einmal rein bei uns und informiert euch. Und dann könnt ihr das ganze Naturerlebnis, so wie es wir eigentlich aus unserem Blickwinkel sehen, einmal ein Wochenende lang genießen. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen was über die Salza, über den Fluss, über die Zusammenhänge mit Fliegenfischen ein bisschen weitergeben können. Nähere Informationen findet ihr in der Infobox unten, auch zum Bereich Fliegenfischerkurse. Und ich möchte mich jetzt für euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst aus dem Salzertal. Schönen Gruß, der Wolfgang. Grüß euch.